Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in meinem unordentlichen Kabuff und jetzt bin ich gerade dabei, die Sachen zu packen. Und zwar geht es mit dem Heiko jetzt gleich Richtung Osten, beziehungsweise erstmal zu ihm und dann in den Osten auf Tour. Das ganze Wochenende über. Ich muss jetzt hier noch so ein bisschen die Akkus zusammensuchen, meine Kamera einpacken und so. Aber das geht schon irgendwie. Es wird mal wieder ein spaßiger Vlog und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens bei eurem Auto wieder. So, jetzt muss der ganze Scheiß hier die Treppe runter. So. So. Abstellen. Heiko ist schon da. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich nach draußen komme. Also noch Schüchen an. Ja, ich sitze bei Heiko schon im Auto. Ah, ich habe heute die Covid-Spritze gekriegt. Heiko ist jetzt gechippt, würden unsere werten Freunde sagen. Kannst du jetzt auch schon mit dem Finger mit Karte zahlen? Nee, das nicht, aber pünktlich 20 Minuten nach der Impfung hat mein Kollege gesagt, ich bin in Microsoft Teams plötzlich online. Zack, das ging sehr schnell. Das neueste Win, du kannst jetzt bestimmt auch einfach Windows 11 über die Hand updaten, ne? Das geht jetzt auch. Ja, das kann sein. Ab und zu kriege ich irgendwie so ein bisschen Rauschen, dann sehe ich einen Bluescreen. Also das muss ich anscheinend alles noch ein bisschen, ne? Das geht schon irgendwann, da muss sich der Rechner dran gewöhnen. Genau. Das werkelt. So, und jetzt geht es Richtung irgendwas. Irgendwas, genau. Irgendwas Ranziges zum Raussuchen. Schönes Foto haben wir hier übrigens, ne? Ja. Sehr schönes Foto. Gottgröße Foto. Ja, und wo fahren wir jetzt hin? Erstmal zu McDoof, denn Papa Harald hat Hunger und der muss manchmal was mampfen, sonst ist er ganz grantig. Das ist ähnlich wie wenn ich nicht geschlafen habe oder nicht ausgeschlafen bin. Heiko kennt das Spiel. Oh ja. Ja, und dann haben wir eine Location auf dem Plan heute, die wir auskundschaftinieren. Und dann geht's zu Heiko. So, wir haben jetzt was zu futtern. Da stehen noch Heikos Big Macs. Ich hoffe, sie reisen mir nicht entgegen. Ja? Ja, der Anschnaller lässt mich hier gerade nicht los. So, jetzt hier, ich halte sie fest. So. Halt sie fest, die Kinder. Genau, sie sind gesichert. Und jetzt hole ich meinen Big Tasty hier raus. Da haben wir ihn. Dann packe ich Heikos Burger da wieder rein. Und dann werfe ich die Tüte aus dem Fett. So, jetzt wird übrigens dunkel und wir sind bald da. Ich esse jetzt. Guten Appetit mir selbst. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir am ersten Stop angekommen. Ja, und irgendwo hier in diesem Wäldchen ist die erste Location. Die GoPro hat im Dunkeln natürlich mit Licht zu kämpfen. Ja, ist eigentlich ganz nett hier. So ein bisschen Ackerland, das Poloch und der Heiko. Er hat gepupst. Sag mal. Und da ist irgendwo der Lost Place. Aber wir laufen jetzt hier gerade durch den Wald. Und hier links irgendwo ist diese Location. GoPro sieht natürlich rein gar nichts mehr. So ist das halt mit den Dingen. Ja, und irgendwo hier ist das Teil. Irgendwo da. So, wir sind jetzt hier in der Location drin. Es ist eine 10 von 10, ein altes Trafohäuschen. Und da oben an dieser Decke auf einem Stahlträger steht eine Bierpulle. Und Heiko und ich fragen uns gerade, wie kommt die da hoch? Also das geht hier schon weit runter und da oben hängt die Bierpulle, wie auch immer das möglich ist. Wir sind hier an der nächsten Location, zugewildert wie sonst was. Meteor brennt. Alter, das ist ja wirklich hier aus diesem Gewächshaus rausgeballert. Und da ist das Haus. Wir suchen vergebens irgendwie einen Weg daran zu kommen, aber es ist so zugewuchert. Das ist nicht normal. Da vorne, sagt Heiko. Dann gucken wir da vorne mal. Was ist hier zugewachsen? Junge. Boah, oh, da, ja, Tatsache. Durchs Dickicht durch. So, wir sind drin. Erster Eindruck ist bescheiden. Sehr bescheiden. Eingestürztes Dach. Sieht auch nicht so vertrauenswürdig aus. Die Etage kannst du komplett vergessen. Oh ja, ich sehe es. Aber hier unten ist halt auch nichts. Alter, hier ist eine Treppe. Hier geht's wieder raus. Ich glaube, das können wir tatsächlich leider abschreiben, trotz des abenteuerlichen Weges. Einen wunderschönen guten Abend. Mittlerweile sind wir bei Heiko angekommen. Heiko macht hier gerade so ein kleines Paket-Unboxing. Das ist jetzt nicht von uns. Heiko hatte gestern Abend Besuch hier. Damit habe ich nichts zu tun. Und ihm fällt ein Lightning-Kabel entgegen. Guten Flug. Mache ich auch ähnlich immer. So, das sind die Schuhe, würde ich mal so sagen. Ne? Das können die Schuhe sein. Heute hier Live-Unboxing in meinem Vlog von Heikos Päckchen. Und warum brauche ich neue Schuhe? Weil ich nämlich nackte Füße habe. Ja, die nackte Wahrheit. Oh, guck mal, da haben sie sich schon den Karton gespart. Oh, optimal. Dafür waren die billig. Halbschuhe. Primus, ne? Man sieht, bei Reality Urbex läuft es, Business is booming. Ja, das ist booming. Der kauft nur noch Primus-Gaskartuschen, aber dafür wird halt am Bier weiterhin gespart. Ja, ne? Man kennt es. Hallo Leute, wir haben jetzt... Heiko, wie spät ist es? Sag es mir. Spät. Es ist spät, genau. Wir sitzen. Es ist sehr spät.
ein Hoch auf die GoPro. Heikos Schrank hat so eine leichte ründliche Form. Naja, wir sitzen jetzt hier, trinken noch ein schönes Flensburger. Nicht alles, was aus dem Norden kommt, ist scheiße. Ja, und dann geht's morgen auf jeden Fall um, nee, wann stehen wir auf? Um 8 Uhr stehen wir auf und gegen 9 Uhr geht's los. Wir stehen um 9 Uhr auf Abfahrt. Wie Alkohol hast du hier eigentlich schon getrunken? Willst du mich jetzt hier veräppeln? Ihr müsst, liebe, der geneigte Zuschauer muss jetzt mal angucken. Hier, die zwei durchsichtige Flaschen. 1, 2, 3, 4, 5 große. 1, 2 kleine und eine ganz kleine. Und eine ist gerade da noch am Start. Willst du mir jetzt Lukas Getränke unterjubeln? Und das Ganze mit einem halben Bauch frei. Das ist richtig. Hier, ich zeige euch gerne meinen Bauch. Ich bin übrigens unrasiert. Guten Morgen. Es ist sehr früh. Ich bin sehr motiviert. Aufstehen. Aber in die andere Richtung der Motivationsskala. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 8 Uhr, wir müssen uns jetzt gleich testen lassen. Das ist also Heiko, muss ich gleich testen lassen. Und jetzt gibt es erstmal was zum Mampfen. So, meine Freunde, folgende Problematik. Dort liegt ein Socke. Aber irgendwie ist mein zweiter Socke verschollen. Ich bin der Meinung, Heiko hat ihn gegessen. Nein. Der hat mit Sicherheit etwas damit zu tun. Stinkt viel zu sehr. Das kann sein. Wo ist der Socke? Vielleicht finde ich ihn noch. Wenn nicht, werde ich zum Barefoot Urbexer. So, wir sind im Auto. Ach Mensch, hier ist die City Post. Da ist die City Post, die bringt noch eine Anzeige zu Heiko. Sagen, das ist durchaus möglich. Naja, und in 10 Minuten sind wir am Testzentrum. Dann wird der Heiko so ein nettes Stäbchen ins Nasenloch eingeführt. Und dann geht's gen Osten. Wir sind jetzt hier irgendwo bei dem Testzentrum. Ich habe hier so einen neuen Pickel, der tut mächtig weh. Aber dazu später mehr vielleicht. Heiko lässt sich hier irgendwo testen. Ich weiß nur irgendwie nicht wo. Das ist so das übelste Wohngebiet hier. Jetzt kam mir noch gerade eine nette Dame vom Ordnungsamt und hat uns darauf hingewiesen, beziehungsweise mich darauf hingewiesen, dass wir hier nicht parken dürfen. Ich hoffe, der Heiko, der kommt ein bisschen zügiger. Sonst gibt es hier noch ein Knöllchen. Ja, wir sind mittlerweile... Genau, so geht es mir, wenn ich diese Häuser hier sehe. Wir sind mittlerweile im Osten angekommen. Wir haben noch 14 Minuten bis zum Campingplatz. Wir müssen jetzt so eine Straßensperre umfahren. Fahren hier vermutlich auf so einer alten Panzerstraße. Da hinten, ganz typisch ostdeutsch, ein riesiger Windpark. Daher ist irgendwie so ein komischer, aufgeschütteter Berg. Auch ein bisschen eigenartig aus. Naja, und jetzt gleich sind wir irgendwann da in circa 13 Minuten. Dann geht es ans Zelt aufbauen und dann schauen wir uns ein paar Locations an. So, wir sind am Campingplatz. Haben jetzt erstmal hier geparkt, müssen jetzt gleich einchecken. Da in diesem Gebäude irgendwo. Sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Die Route hierhin war so ein bisschen umständlich. Eine Straßensperrung nach der anderen. Aber hilft ja nichts. Wir hoffen mal, das geht jetzt hier alles ohne Probleme. Heiko hat ja seinen Test. Und dann schauen wir mal, dann bauen wir das Zeltchen auf und dann geht es weiter im Konzept. So, wir haben eingecheckt und bezahlt. Jetzt gilt es hier an den Zeltaufbau ranzugehen. Erstmal müssen wir schauen, irgendwo hier sollen wir aufbauen. Oder dem schattigen Bäumchen ist doch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Die hat mich genau dahin pflanzen. Jetzt muss ich erstmal die Sachen aus dem Auto holen. Wo ist mein Wohnhaus? Hier ist mein Wohnhaus. Ja, machen wir mal hier so, zack. Und dann hole ich mal das Wohnhaus raus. Erstmal Arbeit gibt es ein Brot. Du isst ein Brot? Du willst auch ein Brot. Ich mache mich erst am Aufbau. Zelt hinterher und aufbauen. Hier. Hier ist gut. So, zack. So, Zelt ist fertig aufgebaut und bestückt mit meiner Heimat für die Nacht. Jetzt machen wir den Lumpen wieder zu. Den hier auch wieder, den guten Finken. Zack. Runter mit dem Ding. Hering rein. Dann würde ich sagen, bis später, liebes Zelt. Jetzt geht's mit der Tour los. So, wir sind vor der ersten Location. Wir kundschaften die jetzt mal aus. Da ist sie. Wir wissen noch nicht, wie wir aufs Gelände kommen. Das gilt es jetzt noch herauszufinden. Und es braut sich irgendwie so ein Gewitter hier zusammen. Es ist auf jeden Fall tief schwarz, also da zumindest. Ja, wir schauen uns das Ding jetzt hier erstmal nicht an. Wir kommen nämlich nur von hinten über die Bahngleise ran und das wollen wir jetzt ungern riskieren, weil wir gesagt bekommen haben, es ist nicht mehr ganz so gut. Wir haben da vorne an der Straße noch was Interessantes gehabt. Das werde ich jetzt nochmal auskundschaften. Zu meiner Rechten ist hier das Ding, also hier ist mitten im Ort. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt am besten und am geniertesten löse. Vorne ist auf jeden Fall der Zaun weggedrückt. Oh, Dorne. Okay, das war schon sehr dreist. Aber ich bin auf dem Gelände drauf. Okay. Da geht's rein. Das wurde ich direkt gesehen. Alter.
Und gerade direkt Fußgänger lang und auch noch mich angeguckt. Das ist schlecht. Alter. Was ist das? Regentropfen. Das sieht krass aus. Überall Fernseher. Hier sind so viele Fernseher in dem Raum, da komme ich nicht weiter. Ich gucke erst noch mal ein bisschen rum hier. Okay. Das sieht auf jeden Fall groß aus. Und auch sehr interessant. Hier gucke ich jetzt mal. Steht nämlich auch die Tür auf. Nein, da. Licht habe ich dabei. Was ist denn das hier? Alte Waschmaschine. Hä? Was auch immer das hier ist. Das ist voll mit alten Haushaltsgeräten. Was zum Henker ist das hier? Das ist ja so zugestellt, hier kommt man ja nicht durch. Hä? Was zum Henker? Hier sind überall alte Waschmaschinen. Ist das Diebesgut? Okay. Ein Rollstuhl aus dem RTW. Ist das hier? Hier stinkt es auch bestialisch. Es war mal eine Fabrik. Aber hier ist alles voll mit Waschmaschinen. Sehr eigenartig. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Und wir fahren jetzt zur nächsten Location. Fahren eine Stunde und müssen über Fähre fahren. Ah. Da steht Fähre. Ich will keine Fähre. Was ist das denn? Das ist wieder hier, das ist ja wie auf der Falztour. Muss man auch mit der Fähre rüberfahren. Ich will mit der Fähre, das kostet Geld. Das ist richtig, was ein Schwachsinn. Neuer Ort, neues Glück. Jetzt sind wir an einem Rittergut. Gemeindenachrichten, wir schauen uns jetzt mal die Gemeindenachrichten hier an. Fährt übrigens einen Bus tatsächlich. So, die Gemeindenachrichten sind versicherten Älteste der LVA Sachsen-Anhalt. Information ab dem 16.09.2004. Mensch, hier wurden die Informationen also nicht so oft getauscht. Das hier soll es sein. Sieht mächtig aus. Richtig mächtig. Sind nur leider Wohnhäuser. Ist ein bisschen tricky. Guckt euch das Ding an. Alter, wir sind drin. Sind nur irgendwie leere Räumlichkeiten hier unten. Das sieht wirklich sehr schön aus. Produzieren. Das geht ja hier noch weiter. Alter. So, meine Damen und Herren, anderthalb Stunden und circa 150 Straßensperrungen später sind wir bei McDonald's und haben was zu futtern. Heiko futtert schon. Guten Hunger wünsche ich dir. Alles erdenklich Gute und Gesundheit auf Lebenszeit, mein Lieber. Guten Appetit. Heiko und ich fahren jetzt zu einem Krematorium hier, filmen das eben und dann müssen wir nach Sachsen fahren, weil in Sachsen-Anhalt dürfen die Supermärkte nur bis 20 Uhr aufhaben. Mhm. Welcher Idiot auch immer sich das ausgedacht hat, jetzt müssen wir extra nach Sachsen fahren. Naja, egal. Wir machen jetzt erst das Krematorium und dann fahren wir einkaufen, denn hier hat alles zu. Ja, wir haben unser Ziel erreicht. Einer ist das Krematorium. Jetzt müssen wir noch einen Zugang finden. Der Weg aufs Gelände war schon abenteuerlich genug. Naja, schauen wir mal. So, ein kleiner Einblick. Für den Vlog, wie immer, die GoPro sieht nichts mehr. Wir sind hier in der alten Trauerhalle des Krematoriums. Das Lost Place Video ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Wirklich eine andere Hausnummer. Boah, dieses Gemäuer. Heftige Location, wirklich heftig. Naja, ich melde mich im Auto wieder. Ja, es sind einige Stunden vergangen jetzt. Wir sind am Campingplatz. Ich muss mich hier so ein bisschen von unten anleuchten. Wir sitzen hier gerade in der Saale und trinken einen Pilz. Ja, und jetzt gleich geht's zu Bett irgendwann. Dann, ich denke mal, geht's entweder gleich im Zelt nochmal kurz weiter oder morgen früh. Jetzt geht's ins Bett. Wir haben knapp 3 Uhr, ja. Da fällt mir die Lampe um. Und ich würde sagen, bis morgen früh, gute Nacht. Moin. Wir haben 8.30 Uhr, glaube ich. 9 Uhr wollten wir aufstehen.
Ich liege noch gut in der Zeit. Und mit dem Kopf an meinen Stiefeln. Ich höre Heiko sich ranken. Die alte Schlange. Er rekelt sich. Die Leute hier sind auch schon alle wach. Um 6 Uhr war ich auf jeden Fall einmal pinkeln. Da habe ich auch schon einige getroffen hier. So, ich bin mal mittlerweile angezogen, bin aus dem Zelt raus. So, und in meiner Abstinenz hat Heiko sich mal um was Gutes gekümmert. Und zwar hat er unsere Brötchen abgeholt und noch ein bisschen was zum Auftragen. Vielen Dank. Oh, da hast du dir gegen den Kopf geknallt, du bist jetzt wach. So, dann werde ich mal die Brötchen schneiden. Die sind aber, das sind ja Aufbackbrötchen, das ist ja eine dreiste Sache. Das Problem an diesem Messer ist einfach, es ist sehr scharf. Oder ist es ein Feature? Es ist ein Feature. Meistens besser als so ein stumpfes Messer. Das ist eher nervig. So, Brötchen 1 ist fertig. So, schön gelegen ist das Ganze hier auch. Fließt nämlich noch der Rhein durch. Nein, das ist die Saale. Und hier haben wir übrigens ein Spinnennest. Soll ich mal den Finger da reinstecken? Mach mal. Lieber nicht. Ich habe dann einen Finger weniger. Ja, und hier ist ein Bootsanleger. Ein Fernleger, aber da ist ein Verbotsschild und wir halten uns immer an Verbotsschilder, wie ihr wisst. So, und was machen wir jetzt? Wir müssen die Zelte abbauen. Mhm. Dann machen wir das jetzt. Ich bin gespannt, ob du diese Aufgabe meistern wirst. Nein. Ich werde mein Zelt einfach unabgebaut hier stehen lassen und mir ein neues bestellen. Klebt das auf den Dachzelt? Ich habe einen bestimmten Gaffertape im Rucksack. Das ist die neue Definition von Dachzelt. Richtig, Dachzelt in der Low-Budget-Variante. So, die Zelte sind weg. Es ist alles im Auto. Also die Kiste Bier natürlich auch, treuer Wegbegleiter. Mein Zeug ist hier hinten, hier steht noch meine Kamera. So, und jetzt fahren wir zur ersten Location für heute. Fahren circa eine Stunde auf dem Weg. Gucken wir, dass wir einen Rastplatz finden, damit wir der Heike noch einen Kaffee kochen können. Ja, und jetzt machen wir uns langsam auf. Ich muss noch meine Zigarette hier verpulvern und dann geht's ab. War eine nette Nacht auf jeden Fall. Relativ gut geschlafen. Auch wenn es nicht ganz so viel war, fühle ich mich gut ausgeruht. Empfehlung geht raus, Campingplatz Saaletal. Für sehr wenig Geld eine sehr nette Nacht gehabt. Mit schöner Lage, wohlgemerkt. Und Frühstück. So, Heiko kocht sich Kaffee. Freust du dich auf deinen Kaffee? Kaffee ist notwendig. Allerdings. Kann es sein, dass es da hinten in diese Richtung braun wird? Will nicht. Das ist ein Dunstschleier. Ja, wirklich. Leipzig ist braun. Leipzig ist aber eine schöne Stadt. Obwohl Dresden ist noch schöner. Aber hat auch Pegida. Das wiederum ist nicht ganz so schön. Naja, Heiko macht sich jetzt seinen Kaffee zu Ende, beziehungsweise fertig. Und dann, ich glaube, wir fahren Richtung Chemnitz. Das Problem ist bei Mineralwasser, also wenn man Mineralwasser zum Kaffeemachen verwendet, man weiß nicht, blubbert das jetzt, weil es bald fertig ist? Oder wegen der Kohlensäure. Oder blubbert es wegen der Kohlensäure. Ja, das ist fraglich. Naja, wir fahren jetzt Richtung Chemnitz gleich. Und Chemnitz ist, glaube ich, schon sehr braun. Also, naja, ne? So ist es halt. Ultras, Dynamo Dresden. Heiko und ich sind in der nächsten Location, einem alten Chemielaboratorium. Direkt auf einem Kraftwerksgelände, ja, auf dem Kraftwerksgelände. Ein aktives Kraftwerk, ja, sehr bescheuert. Ich zeige euch gleich mal einen Sneak Peek vom Kraftwerk. Es hat so ein paar große Kühltürme. Ups, hallo, ich bin Harald. Ihr kennt mich. Nein, ich habe vergessen, am Kraftwerk sei schon, am Labor weiter zu filmen, weiter zu vloggen. Wir sind mittlerweile schon fast an der nächsten Location, noch 4 Minuten. Ja, wo fahren wir nochmal hin? Zu einer Disco, ne? Soll eine Disco sein. Soll eine Disco sein, also sind wir gespannt. Gestern haben wir am Schloss, Rittergut, wie auch immer, wo wir waren, andere Ölwechsler getroffen, mit denen habe ich mich darüber unterhalten und die sagen halt, es ist aktuell zu, also stand vor 3 Wochen, aber es soll ziemlich gut sein und vielleicht haben wir Glück und es ist halt nicht zu, weil mittlerweile gibt es ja immer mal so Leute, dann ist das Ding halt wieder offen, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir nicht Glück, wir werden es sehen. Und sonst breche ich halt einfach mal die auf, denn ich breche alles auf, denn ich bin ein YouTube-Urbexer. Das hier ist das Ding. Da ist die Disco drin. Das ist ja mal völlig geisteskrank. Da oben sind noch die Buchstaben vom Namen
Alter, ist das ein Schuppen. Mega geile Event-Location. Erinnert mich als alten Hardcore-Festival-Gänger so ein bisschen an die Turbinenhalle in Oberhausen. Nur, dass die ranziger ist. Das ist ja mal echt... Ja, ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen. Aber es wäre sehr geil. Sehr, sehr geil. Das sieht auch nicht alt aus. Boah, wir haben einen potenziellen Zugang. Aber ich glaube, der ist frisch aufgebrochen. Aber wir gucken da gleich mal. Ja Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir drin. Das ist alles von der Disco. Ganz schön uninteressant. Also wirklich richtiger Scheißladen, ey. Voll lame. Nein, Spaß. Wir sind einfach nur im obersten Geschoss. Hier oben war so ein Tagungssaal. Ich zeige euch den Club jetzt gleich unten vielleicht nochmal. Hammer Location. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich eine Location, die so ziemlich seinesgleichen sucht. Also nicht nur so ein bisschen, sondern extrem. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das hier ist übrigens die Ziegelfabrik, die alte. Der Hauptteil. Da ist halt auch lost, aber soll scheiße sein, beziehungsweise uninteressant. Deshalb lassen wir das einfach mal sein und setzen uns nur mit dieser wunderschönen Diskothek hier auseinander. Das Ganze ist hier auf 4 Stockwerke verteilt, hier ganz oben dieser Saal. Dann darunter haben wir ein Bistro. Darunter dann wiederum haben wir die Großraumdiskothek auf 2 Stockwerken und darunter dann nochmal eine Bar, Tanzbar. Also hier ist wirklich für jedermann ordentlich was vorhanden. So, ich wollte euch ja hier noch was zeigen. Jetzt gerade seht ihr noch nicht ganz so viel. Ich halte das GoPro-chen auch mal mit Bedacht. Erstmal so, damit ihr auch noch nicht so viel seht. Es wird schon heller. Und jetzt, Achtung, haltet euch fest. Geil, oder? Ich find's Hammer. Auch dieses Beleuchtungselement hier, das ist auch richtig, richtig krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Mega, mega coole Location. Mega. Naja, wir sind fertig hiermit. Wir fahren jetzt erstmal was mampfen. Genau, wir fahren jetzt was mampfen und dann zur nächsten Location. Hallo Leute, ich habe gerade geschlafen und so plötzlich sind wir in Zwickau. Ich habe keine Regenjacke dabei, das pisst. Herr Heiko ist gerade hier in Griechenland reingegangen. Ich bin müde, wie man sieht, und holt uns was zum Mampfen. Ich war jetzt noch nicht bereit auszusteigen. Ich glaube, ich bin vor 4 Minuten aufgewacht. Und dann auch noch in Zwickau. Also, es gibt ja viele Orte in meinem Leben, wo ich sein möchte, aber nicht in Zwickau. Ja, Leute, ihr kennt mich. Habt ihr was vergessen? Und zwar zum Vloggen. Ja, das Essen sieht jetzt wie folgt aus. Es ist leer. Also ein bisschen wahrscheinlich noch im Mund. Es war sehr lecker. Tatsächlich. Ne? Grüße gehen raus an Y das griechische Restaurant in, wie heißt dieser Scheißort nochmal? Zwickau. Ja. Der ist tatsächlich gut. Und durch den Regen ist es sehr schön. Man sieht hier nichts mehr. Dementsprechend ist es selbst in Zwickau schön. Ja, wir waren gerade eine Papierfabrik auskundschaften, wurden dann auch direkt des Geländes verwiesen von so einem Aufpassernachbarn. Ja, die ganze Zeit hat er da irgendwie diskutiert, aber wahrscheinlich am Telefonieren. In der ist eine Seite rumgeschlichen, dann die zweite Seite, wo der interessante Teil ist. Und dann hörten wir plötzlich eine Stimme. Eine Stimme, die stark gesächselt hat. Oh ja, sehr stark. Und der Punkt war, der stand quasi nackt am Fenster. Splitterfaser nackt. Meine Augen. Wir haben es nochmal bei dem Wald jetzt versucht. Aber ich wollte eigentlich noch filmen, habe mir die GoPro extra mit dem neuen Akku in der Tasche gesteckt. Habe es aber einfach vergessen. Ich bin noch so ein bisschen K.O. Wir fahren jetzt nach Hause. Vielleicht kundschaften wir noch ein Altenheim aus bei uns. Du musst nur sagen, wie lange wir jetzt nach Hause fahren. Richtig, wir fahren, um das mal kurz hier zu präsentieren, 4 Stunden und 11 Minuten nach Hause. Glück auf. Ja, Freunde, ihr ahnt es nicht, was sich hier schon wieder abgespielt hat auf der Autobahn. Die A72 ist wirklich so eine reine Abenteuerautobahn. Das ist so, entweder man überlebt die Fahrt oder man überlebt sie nicht. Das ist so 50-50. Wir fahren über den Berg rüber, über so eine Kuppe. Auf einmal, also Heiko hat mir einen Schornstein präsentieren wollen. Wir schauten beide diesen Schornstein an. Ja, auf jeden Fall stellten wir dann fest, dass circa, also es waren 10 bis 15 Meter lange Stoßstange auf einmal vor uns auf der Straße. Und Heiko, der junge Jungspund, hat noch mit seinen richtig schnellen Reaktionen uns das Leben gerettet. Turn left, turn right. Ja, einmal über den Standstreifen ging nicht anders.
Und dann, ja, weiß nicht, 10 Kilometer später sind wir in den Stau gekommen, Unfall vor uns. Dann hat es hinter uns nochmal gescheppert, ein Unfall. Also, es ist so die Aura hier. Wir müssen ganz schnell weg aus diesem Bundesland. Ganz, ganz schnell. Wir fahren noch 3 Stunden und 32 Minuten. Naja, wird schon werden. Hoffentlich. Oh, da landet noch ein Flugzeug. Das ist wie an diesem einen Strand. Heiko kocht sich jetzt noch einen Kaffee da hinten. Ja, Leute, völlig gerädert bin ich jetzt zu Hause. Wir haben jetzt 2.09 Uhr. Ziemlich, ziemlich spät. So, jetzt geht es jetzt erstmal hier in den PC. Den müssen wir mal hochfahren. So, da liegt noch eine Grafikkarte, ein kleiner Klopper. Ja, dann fahren wir den Rechner mal hoch. Das Videomaterial wird drüber gezogen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, war es das soweit mit dem Vlog natürlich auch. Der hat jetzt auch ein Ende. Ich vlogge jetzt hier nicht nur den ganzen Abend weiter, die ganze Nacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist ein langer Vlog, würde ich sagen. 40 Minuten Rohmaterial. Ich bin mal gespannt. Naja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.